Ich finde es immer lustig, wenn Menschen ihre Geländewagen ausprobieren wollen und sich auch noch die nasseste Stelle vom ganzen Feld aussuchen und sowas dabei rauskommt. Ich könnte mich kaputt lachen. Das ist so lustig. Das habe ich schon mal erlebt, da ist jemand in eine Schneeverwehung reingefahren und die Schneeverwehung war in Wirklichkeit ein Hühnermisthaufen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das stinkt. Und das war auch so lustig. Das war mit einem Geländewagen, der eigentlich sehr geländefähig ist, aber natürlich nicht in einem Hühnermisthaufen. Jetzt schaut euch das mal hier an. Ja, man wundert sich manchmal über die Spuren auf dem Feld. Und dann weißt du wieder, ach, da hat jemand gedacht, er hat ein Allrad und ein SUV, kommt aus der Stadt und muss mal eben hier quer übers Feld fahren. Ist ärgerlich, weil du die Leute nie kriegst. Aber in dem Falle hier, herzlichen Glückwunsch. Das ist so lustig. Das ist genau die Stelle, wo ich immer die Videos mache, wo die Gänse und Enten hier im Wasser sitzen. Und ja, hier hat dann ein Experte mal bewiesen, dass sein SUV wirklich scheiße ist. In dem Sinne, alles Gute, frohe Weihnachten und viel Spaß dabei, auch dem ADAC, ihn hier rauszuziehen. Ich glaube nicht, dass irgendein Landwirt hier helfen wird, weil das sind genau die Leute, die sich asozial verhalten und einfach fremder Leute Eigentum missachten und ja, einfach nur aus ihrem, weiß ich nicht, was ist das für ein komisches Gehabe, mal zu schauen, wie der SUV funktioniert. Ich glaube, da gibt es Kiesgruben, wo man sich einmieten kann. Also, viel Spaß dabei, das Ding hier wieder rauszuholen. Aber ja, er hatte zumindest ein Luftfahrwerk. Er hat sich anscheinend ein bisschen hochgehoben. Sieht super aus. Also, da würde ich auch Bilder von machen und damit prahlen. Also, das ist schon eine Leistung. Herzlichen Glückwunsch. Ich mache gleich noch ein paar Bilder, wenn ich zurückfahre. Hier kommt nämlich gerade jemand hinter mir. Tschüss.